Hallo, ihr hübschen Menschen. Ach ja, Menschen. Menschen sind toll. Menschen können ganz, ganz grandiose Ideen haben. Sich komplett zu vermummen und mit einer schwarzen Flagge rumrennen, auf der arabische Buchstaben zu erkennen sind, zum Beispiel. Scheiße, verdammte Axt, gehört gar nicht so zu den geilen Ideen. Als allerdings tatsächlich ein Gehirnakrobat mitten in der Innenstadt von Cottbus auf exakt diese Idee kam, waren anwesende Passanten etwas irritiert und hielten die vermummte Gestalt verständlicherweise eventuell für einen vielleicht IS-Kämpfer-Mitglied-Typen-Arsch-Mensch, was? Also ein Anhänger der IS-Terrormiliz, so. Und die sind bekanntlich, auch wenn Cottbus Tourismus eigentlich braucht, in der Innenstadt und in der Nähe des Rathauses oder in derselben Straße, in der auch noch eine Synagoge steht, jetzt nicht so gern gesehen. Oh, Entschuldigung, warte kurz, wir sind auf YouTube, Sekunde. Anwesende Augenzeugen riefen also die Polizei. Diese nahm den 38-Jährigen dann auch vorläufig erstmal fest und stellte fest, auf seiner Flagge stand übersetzt sowas wie hier. Es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist sein Prophet. Okay. Das Motiv des 38-Jährigen zu dieser Tat ist absolut unklar. Er schweigt dazu, aber fest steht, angegriffen oder auch nur angesprochen hat er absolut niemanden. Mittlerweile, wie könnte es auch anders sein, brodelt die Gerüchteküche und kocht sich ihre ganz eigenen Theorien zusammen. Einige vermuten natürlich eine islamistische Propagandaaktion, die allerdings meines Erachtens nach relativ sinnlos gewesen sein dürfte, denn A, kann absolut keine Sau lesen, was auf seiner doofen Fahne stand, und B, interessiert's nachweislich keine Sau, denn man unterhält sich ja auch nicht freiwillig mit den Zeugen Jehovas oder den Typen, die immer bei einem klingeln und unbedingt über Gott und die Welt und den Wandel deines Lebens sprechen wollen. Mein Gott. Mein Gott. Wieder andere gehen von einer Art Kunstaktion aus, wo ich mir dann denke, Kunst darf ja bekanntlich eine ganze Menge und ich versteh's nicht, passt also. Und wieder andere gehen in eine ganz andere Richtung und behaupten, es könnte doch aus der rechten Ecke kommen, zum Beispiel also von den Identitären, die ordentlich Panik in Cottbus schüren wollen, um im Umkehrschluss eben Panik vor dem Islam zu machen und dann mehr Boden für ihre rechte Propaganda auszusäen, zu legen, was auch immer. Aber wie gesagt, alles Spekulation. Das Motiv des Täters ist weiterhin erstmal unbekannt, aber mittlerweile ermittelt ja der Staatsschutz. Und das heißt, wir werden sehen. Nee, eigentlich, also im Prinzip, wir werden wahrscheinlich nichts sehen, denn der Staatsschutz ist ja bei uns nicht unbedingt der Garant für Ergebnisse und Erfolg. Was soll's? Egal, was auch immer passiert, ich halte euch dazu gerne auf dem Laufenden. Aber was mich natürlich interessiert ist, wie würdet ihr reagieren, wenn ihr so jemanden komplett vermummt mit so einer, na ich sag mal, IS-anmutenden Flagge, man kann's ja nun mal leider nicht lesen, in eurer Stadt über den Weg laufen würdet? Hättet ihr Angst, würdet ihr euch in Sicherheit bringen und auf jeden Fall die Polizei verständigen? Oder würdet ihr ihn direkt ansprechen, so nach dem Motto, Dicker, Alter, was sollen die scheiß Aktionen hier? Du machst den Leuten ein bisschen Panik. Ne? Oder legt sich da bei euch mittlerweile echt ein Schalter um bei dem, was auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin und in den letzten Wochen und Monaten in der ganzen Welt oder eben in Großbritannien, wo auch immer passiert ist und ihr wollt einfach direkt drauf, weil ihr euch denkt, das geht gar nicht. Konfrontation, man weiß ja nie. Eure Meinung dazu, ich bin super gespannt. Einfach mal in die Kommentare, was denkt ihr, wie ihr reagieren würdet. Und da oben könnt ihr einfach mal abstimmen, bin ich auch extrem gespannt, was da so eure zumindest Tendenz wäre. Keine Woche ohne Trump. Keine Woche ohne Trump. Und am meisten freue ich persönlich mich ja immer, wenn ihm irgendeiner aus irgendwelchen Gründen gehörig ans Bein pisst. Genau so zum Beispiel die Generalstaatsanwälte von Maryland und Washington DC. Die wollen nämlich eine groß angelegte Klage gegen Donald Trump einreichen. Ihrer Meinung nach hat der amtierende US-Präsident nämlich mehrfach gegen Antikorruptionsrichtlinien der US-Verfassung verstoßen. Trump ist nämlich nicht nur Präsident der USA, sondern nach wie vor auch maßgeblich in die Geschäfte seines Immobilienimperiums verstrickt. Damit macht er selbst eben als Politiker, unter anderem mit der neuen Steuerreform, die er anstrebt, extrem krass Politik im Interesse seiner eigenen Geschäfte. Und er heimst Zahlungen in Millionenhöhe von fremden Regierungen ein. Okay, gut, Trump betonte ja immer wieder, dass er eigentlich Businessman sei. Und vielleicht ist ja auch nur genau das der Masterplan hinter seiner ganzen peinlichen Präsidentschaft. Einfach nur die Gesetze so formen, dass sie für die nächsten Jahre ihm den ultimativen Gewinn einspielen. Also dann ganz ehrlich, dann Hut ab. Aber für so schlau halte ich ihn nicht. Die Generalstaatsanwaltschaften wollen nun nicht nur erwirken, dass der Fall vor einem Bundesgericht zugelassen wird, sondern auch endlich Einsicht in die Steuerunterlagen Trumps erwirken, die er ja bisher immer noch unter Verschluss hält. Und darin dürfen
könnte sich eventuell auch die ein oder andere Ungereimtheit wiederfinden, wer weiß das schon. Das wird ja mittlerweile richtig spannend, denn zusammen mit diesen Korruptionsvorwürfen und eben dem FBI-Ausschuss und den Aussagen des ehemaligen FBI-Direktors Comey wird Trump ja förmlich wirklich von allen Seiten penetriert. Und damit darf er sich sprichwörtlich als amtlich gefickt betrachten. Puh, kleiner persönlicher Fanboy-Schock-Moment in der letzten Woche, denn ich persönlich bin ja Riesenfan von den Jungs von Top Gear oder mittlerweile eben The Grand Tour. Daher hat es mich auch wirklich voll erwischt, als ich gehört habe, dass Richard Hammond mit einem Elektrosportwagen, dem Rimac oder Rimac Concept One mit 1088 PS, extrem hart gecrashed und verunfallt ist. Da hilft es auch nicht, dass dieses Bild hier die Runde dazu gemacht hat. Holy moly. Mittlerweile hat sich Hammond selbst zum Glück aus dem Krankenhaus zu Wort gemeldet. Sein Knie ist total im Arsch. Aber sonst hat es tatsächlich nur die Karre zerlegt und ihm ist wie durch ein Wunder nicht weiter was passiert. Da ich selbst ja auch schon einen schweren Autounfall hatte, rutscht mir bei solchen Geschehnissen immer wieder das Herz in die Hose. Aber in diesem Falle können wir alle wieder aufatmen. Aktuell ist natürlich noch interessant, ob es sich dabei tatsächlich um einen ganz simplen und leider tragischen Fahrerfehler handelte oder ob es eventuell zu einem technischen Defekt in diesem Elektro-Super-Sports-Car-Prototypen auf Doom kam, denn diese riesigen Akkuzellen und dieses hundertprozentige in die Hände von elektronischer Technik geben, das finde ich persönlich beim Autofahren halt einfach unheimlich. Also, an dieser Stelle, Hammond! Gute Besserung. Wonder Woman ist definitiv einer der Mega-Blockbuster des Jahres und darf dennoch in einigen Regionen dieser Welt nicht gezeigt werden. Im Gegenteil, er ist dort sogar verboten. Im Libanon und in Tunesien zum Beispiel. Die Gründe dafür sind verhältnismäßig bizarr. Eine nationalistische tunesische Partei beispielsweise hatte erfolgreich geklagt und ein Aufführungsverbot gefordert, da sie der Hauptdarstellerin Gal Gadot vorwerfen, im israelischen Militär gedient zu haben. Und, ja, was soll man sagen? Tatsächlich hat die ehemalige Miss Israel 2 Jahre Wehrdienst geleistet. Aber deshalb einen Film verbieten? Ach, Politik, ey. Im Libanon ist der Film auch verboten. Da hat man es sich allerdings ein bisschen einfacher gemacht. Da hat es nämlich ausgereicht, dass die Protagonistin des Films israelischer Herkunft ist. Der Libanon und Israel befinden sich nämlich offiziell im Kriegszustand. Ganz ehrlich, da bin ich wirklich froh, dass solche Zensurmaßnahmen in Deutschland nicht greifen. Ich wäre schon ziemlich angepisst, wenn man hier Filme, Spiele, Bücher oder sonst welche Medien verbietet. Nur weil irgendwelche Politiker mit dem Herkunftsland oder der Herkunft oder der Vergangenheit irgendwelcher involvierter Personen nicht klarkommen. Womit ich allerdings spitzenmäßig klar komme, ist, wenn ihr zum Beispiel, boah, für diese Überleitung habe ich echt eine Schelle verdient, wenn ihr zum Beispiel meinen Vlog-Channel einfach mal auscheckt, Flip Floyd, entweder oben eingeben bei YouTube oder einfach in der Videobeschreibung unten klicken, tut nicht weh und ist aber ziemlich cool, da ist eine Menge hinter den Kulissen Scheiß oder irgendwas, worauf ich halt Bock habe, Formate gibt es auf dem Kanal eigentlich nicht. Oder, wo es Formate gibt, zweite Stelle, ist der Dr. Freud Video Game Channel, ebenfalls in der Videobeschreibung. Einfach mal anklicken, viel Spaß damit, sind eine ganze Menge Videos, die da regelmäßig kommen. Und jetzt, Däumchen wären Träumchen, vielen lieben Dank für euren Support, liked das Video, teilt das Video, macht was immer ihr wollt damit. Und jetzt, ihr wisst Bescheid, macht euch noch einen traumhaften Tag, macht's nicht gut, macht's besser, Community High Five in 3, 2, 1, BAM! Sich komplett schwarz zu vermummeln und mit einer Flagge rumrennen auf der arabische... verdammte Axt. Geht ja schon wieder gut los. Waren umgehende? Nee, umgehende macht keinen Sinn. Waren anwesende... das macht Sinn. Ups. Gerne. Ja. Da wird mir doch mein Ablagestuhl geklaut. Verschwinde! Verschwinde! Nimm doch alles mit! Es gibt keinen Gott! Außer Gott. What the fuck nochmal? Das Motiv des 18. Mhm. Mittlerweile mit. Und da oben könnt ihr einfach fahren. So zum Beispiel die Generalstaatsanwälte von Maryland und. Maryland? Mein Name ist Marilyn Monroe. So zum Beispiel die Generalstaatsanwälte von Maryland und... What the fuck? Sondern immer noch maßgeblich in die Geschäfte seines... Immobilien-Imperiums. Unter anderem mit der neuen Steuerreform, die er ein was? Damit macht er selbst eben als Politiker unter anderem mit seiner neuen Steuerreform für Konzerne... sondern auch endlich Einsichten in die Steuerunterlagen Trumps erwerken. Das wird auf jeden Fall spannend, denn zusammen mit dem FBI-Ausschuss. Das wird ja mittlerweile richtig spannend, denn zusammen mit diesen kleiner persönlicher Fanboy-Schockmoment diese Woche. Ich persönlich bin ja eben. Das war kein vernünftiger Satz. Da ich selbst. So. Das finde ich beim Autofahren halt einfach un. Heimlich.
Der Libanon befindet sich nämlich offiziell mit dem... Worte, Sätze sind nicht meine Freunde heute. Schalala. Der Libanon und Israel befinden sich nämlich... Nicht offensichtlich, sondern offiziell! Mann!